Am vierten Tag erschuf Gott den Club. Und die Menschen tanzten. Guten Tag, World Wide Web. Hier ist wieder Zack Bacon für euch und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, vorweg muss ich sagen, meine Videos werden jetzt öfters kommen. Meine Videos werden jetzt weniger aufwendig sein. Ich werde einfach nur noch darauf gucken, dass ich möglichst schnell Videos rausbekomme, dass ich möglichst viele nicht nachbearbeitete Let's Plays rausbringe, dass ich möglichst sehr, sehr kurze Reviews rausbringe, die so 60 Sekunden gehen. Denn ich möchte einfach sehr viel mehr Abonnenten haben und sehr viel mehr Views haben, denn das ist das Einzige, worum es mir geht. Also ich möchte halt wirklich nur möglichst viel Fame haben von euch und möchte nicht irgendwie jetzt gute Videos ins Netz stellen. Das ist mir eigentlich egal. Deswegen für euch jetzt vorab die Info, dass jetzt häufiger solche schnellen, schlechten bzw. gar nicht bearbeiteten Videos kommen, weil das einfach genau das ist, was ihr von diesem Kanal haben wollt. So, ich habe gedacht, ich mache jetzt mal das Gegenteil von aufwendig, indem ich euch einfach ein paar News vorlese. Und ich denke, die sollten für alle interessant sein, denn in den letzten Tagen ist wirklich so einiges gekommen, was für alle, die diesen Kanal abonniert haben, eventuell interessant sein könnte. Die erste Meldung kommt von Square Enix. Wie wir wissen, ist das Final Fantasy VII Remake zurzeit in Entwicklung. Und es war ja am Anfang etwas kontrovers, dass das kein normales, klassisches Remake oder Spiel sein wird. Nein, sondern es wird ein Episodentitel. Square Enix hat sich dieser Kritik angenommen und hat jetzt... Ihr seid so leise. Square Enix hat sich dieser Kritik jetzt angenommen und hat einen Weg gefunden, um die Fans des Final Fantasy VII Remakes zufriedenzustellen. Zunächst einmal werdet ihr Lightning in die Gruppe nehmen können. Ja, das ist richtig. Es wurde vorab gesagt, dass die Story etwas verändert wird des Teils und dass einige Sachen hinzugefügt werden. Und durch die große Popularität von Lightning aus Final Fantasy XIII hat sich Square Enix jetzt dazu entschlossen, dass ihr Lightning in die Gruppe nehmen könnt. Es wird dann auch so sein wahrscheinlich, dass die Schlüsselszene aus Final Fantasy VII, in der, Spoiler, Aeris stirbt, wahrscheinlich so ablaufen wird, dass Cloud stirbt und ihr danach nur noch mit Lightning spielt. In Umfragen gab es da sehr, 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 sehr gute Resonanz von 3 Fans und deswegen wird Square Enix das jetzt machen. Warum seid ihr so leise? Außerdem haben sie angekündigt, dass die Fabula Nova Crystallis, die ja damals mit Final Fantasy XIII angekündigt wurde, erweitert wird und alle Teile von Final Fantasy VII jetzt zu der Fabula Nova Crystallis gehören. Also alle in das 13er Universum. Immerhin gibt es da Substanzen und die Substanzen werden von den Leuten benutzt und deswegen sind die ja auch nichts anderes als Falsi oder Elsi. Die nächste Newsmeldung kommt aus dem Manga-Bereich. Die Weekly Shonen Jump, ihr wisst schon, das ist dieses komische Magazin, wo jede Woche neue Geschichten zu One Piece, Bleach und so weiter und so fort erscheinen, hat bekannt gegeben, dass tatsächlich das nächste Mitglied der Strohhutbande bekannt ist. Im nächsten Kapitel, nachdem Lysop im Alleingang Kaido, Shanks, Big Mom und Blackbeard besiegt hat, wird das neue Mitglied dann zur Strohhutbande stoßen. Der Name dieses Mitglieds? Naruto. Jetzt, wo Masashi Kishimoto seinen Manga Naruto beendet hat und mehr als genug Freizeit hat, hat er sich gedacht, er macht eine Kollaboration mit Eiichiro Oda, dem Zeichner von One Piece. Und so kommt es tatsächlich, dass Naruto zur Strohhutbande stößt. Ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, das ist ja Blödsinn, weil Naruto ist ja viel stärker als Ruffy. Stimmt. Genau deswegen wird Naruto nämlich auch der neue Captain der Bande und die Strohhutbande nennt sich um in die Ramenbande. Auch aus dem Bereich Kino gibt es einige interessante News. Der Film Wreck-It Ralph 2 hat endlich neue Infos bekommen. Der Film wird sich nicht wie erwartet um den titelgebenden Helden Ralph drehen, wie auch im ersten Teil. Nein, vorab war schon klar, dass andere Videospielcharaktere, die in dem ersten Teil etwas zu kurz gekommen sind, nun eine größere Rolle einnehmen werden. So ist es jetzt wenig überraschend, dass sich die Handlung von Wreck-It Ralph 2 auf die Charaktere aus der Mortal Kombat-Reihe konzentrieren wird. Die titelgebende Hauptfigur wird diesmal Kano sein. Er hatte auch schon einen kurzen Auftritt in Wreck-It Ralph 1. Und darauf möchte man aufbauen und die Beziehung zwischen ihm und Sonya Blade genauer erklären. Der Film soll
zum Teil viele Flashbacks beinhalten. Das zeigt, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie die beiden sich das erste Mal begegnet sind, wie die beiden zueinander gefunden haben. Und ja, was dann noch so weiter passiert, weiß man noch nicht genau. Ich denke, die Story wird sich hier interessant weiterentwickeln, da Kano einfach ein sehr liebenswerter Charakter ist und vor allem jemand, mit dem sich auch viele Kinder, denke ich, identifizieren werden können. Und ich bin einfach gespannt, was der Film noch so für uns bereithält. Aber nicht nur aus dem Bereich der Animationsfilme gibt es Neues, sondern auch im Bereich der Realfilme. Michael Bay und Uwe Boll machen zusammen einen Film. Der Film wird ein Reboot des Pac-Man-Franchises werden. Michael Bay ist sich der schlechten Kritik, der der Film Pixels bekommen hat, bewusst und möchte endlich dem Charakter Pac-Man den Film geben, den er verdient hat. Bei einem Interview zu dem Film sagte Uwe Boll, Spieleentwickler sind armselige Würstchen, Schauspieler Nutten. Ja, damit ist, denke ich, alles dazu gesagt. Übrigens, die Hauptrolle, also die Rolle von Pac-Man, wird von einem Schauspieler besetzt, von dem ich sehr froh bin, dass er wirklich Pac-Man spielen wird, da ich einfach denke, dass er alleine schon vom Aussehen her dem Charakter sehr nahe kommt und ich glaube, dass er einen echt verdammt guten Job machen wird als Pac-Man. Und zwar, die Rede ist von Till Schweiger. Dieser wird übrigens auch unterstützt von seinen beiden Sidekicks Inky und Clyde. Und diese werden gespielt von Joko und Klaas. Der Film erscheint 2017 in den belgischen Kinos und hat ein Budget von 30 Milliarden US-Dollar. Ich sagte, warum seid ihr so leise? Und jetzt zum Schluss habe ich für euch noch keine direkte News-Meldung, sondern ein Gerücht. Aber wenn man dem Gerücht Glauben schenkt, und das tue ich an dieser Stelle einfach mal, dann wird Sega auf der nächsten E3 die Dreamcast 2 vorstellen. Die Dreamcast 2 soll dabei eine Grafikleistung haben, die die PS4, die Xbox One, die Nintendo NX und alle PCs auf der Welt in den Schatten stellt. Und sie wird unter anderem einen Blu-ray-Player beinhalten, ein Waffeleisen, das iPhone 17, einen nuklearen Kernreaktor und kann sich außerdem auch in ein Luftkissenboot verwandeln. Zum Abschluss kann ich nur sagen, ich bemitleide euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr abonniert mich nicht und liked und teilt dieses Video nicht. Und bis zum nächsten Mal sage ich, habe die Ehre. Ist die Scheiße jetzt hier vorbei oder kann ich jetzt gehen?